Communication. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Freemail-Kanal. Leute, heute gibt es was richtig Cooles für die Spielküche selbstverständlich. Leute, wir haben hier heute mal einen Einkaufskorb mit all den schönen Lebensmitteln, die man so im Supermarkt finden kann, für eine fröhliche Küche. Happy Kitchen, eine glückliche Küche. Ist ab 3 Jahren geeignet. Und dann haben wir noch einen Spielofen oder besser gesagt My Little Oven. Also mein kleiner Ofen. Ziemlich cool, sieht alles sehr, sehr spannend aus. Und das werden wir heute gemeinsam mit euch auspacken. Und natürlich auch mal spielen und mal gucken, was man da alles so machen kann. Ich würde sagen, wir starten mit dem Gesunden. Wobei, hier könnte ja auch Gesundes rein. Wir starten jetzt erstmal mit dem Einkaufskorb, Leute. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr bunt aus und sehr cool. Mal gucken, was wir hier alles drin finden werden. Hier steht es nochmal, Family Activities, Communication. Okay, alles klar. Also es hilft Kindern in der Entwicklung. Das ist doch schon mal gut. So, und dann gefällt mir das hier immer noch nicht. Wir gehen jetzt noch ein bisschen runter. So, das gefällt mir schon viel besser. The Happy Kitchen vom Funny Toys vielleicht. So, ich würde sagen, wir machen das Ding jetzt 11. Hallo? Hallo? So, jetzt aber. Der Einkaufskorb ist ziemlich groß und das gefällt mir. Und was wir alles haben. So, ich will das jetzt einmal hier bitte aufmachen. Können wir das hier bitte einmal aufmachen? Dankeschön. Wir haben hier noch Sicherungsteile. So, die kommen jetzt nochmal ab. Und dann ist der Einkaufskorb schon geöffnet und darunter haben wir auch noch was. Wir haben so ein Spielzeugmesser selbstverständlich. Da ist natürlich nicht gefährlich. Wir haben hier zum Beispiel einen Fisch. Und was cool ist, glaube ich, bei dem Ding, wir können hier wirklich... Ja. Na? Wir können das wirklich abschneiden. Und das ist richtig cool. Na, machen wir aber gleich. Also wir gucken uns das jetzt erstmal alles an. Wir haben hier, weiß ich noch nicht, rote Beete. Nein, ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Wir haben hier Weintrauben. Wir haben eine Melone. Brokkoli. Ja, wer liebt Brokkoli, Leute? Ich nicht. Aber ist trotzdem gesund. Ab und zu esse ich es. Dann haben wir Mais. Da haben wir hier noch ein bisschen Hühnchen. Oh, und darunter geht es sogar noch weiter, Leute. Guckt euch das mal an. Ah, wir haben hier so eine Teekanne. Das ist cool. Da fällt schon die Melone runter. Dann haben wir hier so einen Topf, einen Apfel, eine Birne, Zitrone, eine Karotte. Oh, guck mal hier. Das ist aber ein bisschen daneben gegangen. So, da haben wir hier noch eine Tasse mit einer Erdbeere drin. Also hier ist echt viel in diesem Einkaufskorb. Dann haben wir hier eine Pepperoni vielleicht. Was ist das? Ein Steak. Dann haben wir hier... Keine Ahnung. Ach, das soll ein Herd sein. Okay, verstehe. Das soll ein Herd sein. Ah, und dann haben wir hier natürlich noch eine Platte, wo man schön drauf arbeiten kann. Ne? Ich hole mal kurz die Melone. Und hier ist sie. Ne? Also der Einkaufskorb ist schon mal ziemlich cool, Leute. Gefällt mir richtig gut. Also, wir haben hier zum Beispiel eine Melone und mit dem Messer kann man selbstverständlich hier... Zack! Richtig cool, ne? Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Ist das so eine Art Maracuja oder? Ich weiß nicht. Oder rote Beete? Nein. So, mal so. Die Melone finde ich richtig cool. So, zack. Alles klar. Kommen wir zum Mais. Auch kein Problem. Das funktioniert alles. Hm, vielleicht als nächstes mal eine Erdbeere. Hm? Richtig cool. Er hatte ein bisschen Hunger auf Hühnchen. Auch kein Problem. Dann haben wir hier einen Apfel. Zack. Alles wirklich sehr, sehr schön. Wie gesagt, dann haben wir hier so eine Herdplatte. Da können wir dann zum Beispiel hier so den Topf drauf machen. Hier kann man auch damit so ein bisschen rumspielen. Warte, also hier, ne? Das ist wirklich ziemlich cool. Also hier zum Beispiel jetzt, ne? Und dann auch noch Tee, wenn man möchte. Und dann haben wir hier noch so einen Becher. Ziemlich cool. Ne? Und wie gesagt, mit dem Messer hier, mit dem Spielzeugmesser selbstverständlich, kann man hier seine Lebensmittel zerschneiden. Und das ist doch richtig cool, finde ich gerade. Komm, Brokkoli muss auch sein, Leute. Wir leben hier gesund, Beispiel mehr Kinderspielzeug. Ne? Und wenn ihr da Mama oder Papa helfen wollt in der Küche, dann könnt ihr das gerne auf jeden Fall mit diesem Ding machen. Dann könnt ihr euer eigenes Essen zubereiten. Aber ich behaupte mal, naja, man kann das nicht essen. Vielleicht. Also die echten auf jeden Fall. Aber hier, ich glaube, das wird... Hört ihr? Ein bisschen hart. Aber ich finde das wirklich ziemlich cool, Leute. So, das heißt, das kommt jetzt erstmal hier wieder alles schön in den Einkaufskorb. Und das ein bisschen schnell. Gut.
Das ist der Einkaufskorb, Leute. Hier sehen wir nochmal. Natürlich kann man ihn auch zu Freunden tragen. Kein Problem. Oder zum richtigen Einkaufen. Also hier passen auch echte Lebensmittel rein. Und kann das auch tragen. Das finde ich ziemlich gut. Alles klar, kommen wir dann zum zweiten Teil unserer Spielküche hier. Und zwar ist das My Little Oven. Ich denke, hier müssen wir auch noch Batterien reinpacken. Ja, glaube ich. Denke ich mal. Na? Sieht aber wirklich sehr, sehr spannend aus. Ich freue mich schon. Und dann würde ich sagen, packen wir das Ding doch direkt mal aus. Ich muss hier die ganzen Utensilien noch wegpacken. Hier oben wird das aufgemacht. Vom Playgo ist das seit 3 Jahren geeignet. Und ich sehe, da müssen wir ein bisschen mehr machen. Ich habe unseren kleinen Ofen jetzt schon ausgepackt. Ne? Und das Coole ist, Batterien sind schon drin. Ne? Die waren hier nur gesichert damit. Ne? Da musste man ziehen. Kennt ihr hier so ein Batteriefach? Dann zieht man. Dann ist es aktiviert. So, unser kleiner Ofen, den schauen wir uns jetzt auch noch mal ein bisschen genauer an. Also, wir haben hier auch eine Herdplatte. Das ist auch ziemlich cool. Auch hier haben wir hier Einstellung. Ne? Wie viel Grad. Ne? Das finden wir alles ziemlich cool. Ne, denn die Herdplatte wird natürlich ganz, ganz heiß. Die dürfen wir so nicht anfassen. Hier ist das jetzt nicht der Fall. Ne? Schauen wir uns das Ding auch von hinten mal an. Ne? Also hier, on, off. Werden wir gleich aber machen. Ne? Und dann haben wir hier unseren Ofen. Die Kamera-Akku ist gleich leer. So, können wir aufmachen? Ich weiß es gar nicht. Kriegen wir den hier so auf? Hallo? Das nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich das Ding erstmal an. So, dann gucken wir danach mal rein. So, hier könnt ihr sehen. Start. Hallo? 2 Minuten, ne? Ah! Hey, aber... Ah, die Zeit geht auch richtig schnell. Könnt ihr das sehen? Ich guck mal, ob es danach aufgeht. Okay. Okay, mal gucken. Warum geht das denn nicht auf? Bin ich zu blöd dafür vielleicht? Oder ist hier irgendwas noch gesichert? Ich guck mal. Ja, natürlich. Ja, super. Das kann man aber gar nicht sehen. Hier ist noch Tesafilm dran. Dankeschön. Hätte man mir aber auch vorher sagen können. Okay, jetzt geht's aber auf. Und? Hört mal. Sehr cool, oder? Holen wir erstmal die Dinger hier raus. Das Gitter. So, alles ist hier mit Tesafilm. Wieso denn? Das verstehe ich nicht. Also wirklich alles. Ich hole erstmal die ganzen Sachen hier raus. So, dann haben wir hier eine Pizza. Überall! Ein bisschen zu viel, glaube ich. Also so viel braucht man eigentlich nicht. Aber gut, auch dieses Gitter haben wir befreit. So. Dann habe ich hier Muffins oder so. Oh, und sogar extra mit Backpapier. Definitiv zu viel Tesafilm. Na egal, jetzt haben wir es geschafft. So, hier haben wir irgendwelche Muffins. Ne, auch diesmal auf diesem Blech. Ne, hier haben wir so ein Gitterblech. Und hier haben wir jetzt diese Dinger. Die können jetzt zum Beispiel hier rein. Ne, oder machen wir mal hier rein. Ne, und dann haben wir hier Pizza. Wobei, ich möchte jetzt erstmal Pizza warm machen. Das heißt, eigentlich brauchen wir auch dafür dieses Ding. Also ohne Backpapier geht das eigentlich nicht. Ne, also auch hier muss Backpapier drauf. Und dann kommt hier die Pizza. Ne? Wird dann hier reingeschoben. So, zumachen. Na, wir haben hier die anderen Sachen noch. Na, aber was, wie gesagt, ziemlich cool ist, erst die Geräusche. Und hier oben haben wir jetzt, stellen wir das einmal kurz ein und dann für Pizza. So, und dann gibt's Start. Wir warten. Die Geräusche und die Lichter finde ich alles eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Okay, letzten 10 Sekunden und... Ja. Die Pizza ist fertig. Sehr gut. Und hier können wir sonst auch die nächsten Sachen noch einpacken. Zum Beispiel hier. Ne, wir müssen auch hier nochmal Backpapier drunter tun. Das finde ich ziemlich cool, dass das mit dabei ist. Kann man natürlich eigenes benutzen oder auch das von Papa oder von der Mama. Wenn man unbedingt möchte. So, das kommt auch noch mal rein. So, und jetzt gibt es als letztes noch mal hier so ein Ding. Dauert nur 2 Minuten. Und Leute, das war's hier mit unserer kleinen Spielküche. Ja, ein bisschen nach hinten wieder. Hm. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch hier, na, also die Dinger könnt ihr auch hier oben drauf tun. Na, hier.
Aber mir gefällt besonders hier My Little Oven richtig gut. Aber auch der Einkaufskorb ist klasse. So, wir machen auf, ne? Und lassen es uns schmecken. Leute, was sagt ihr zu diesen beiden neuen Spielzeugen? Ich finde sie ziemlich cool. Passen perfekt eigentlich in jede Spielküche, in jedes Kinderzimmer, ne? Finde ich richtig cool. Man kann mit dem Papa oder mit der Mama dann gemeinsam kochen, backen, was man möchte. Oder hier Obst erschneiden oder so. Finde ich alles ziemlich cool. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch, Leute. Gerne cool. Lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Ciao, euer Kahn.